Unsere Erfahrung mit dem TX200 ist sehr gut. Wir hatten vor allem in der Projektierung etwa Bedenken bezüglich unserer hohen hygienischen Anforderungen. Vor allem die Reinigung, weil unsere Anlagen sehr intensiv gereinigt werden müssen. Und der TX200 hat diese Anforderungen bisher wunderbar erfüllen können. Der tägliche Reinigungsprozess an der Anlage sieht so aus, sie wird mehrmals täglich intensiv desinfiziert und auch einmal täglich intensiv eingeschäumt mit Reinigungsmittel, wo die Anlage auch mehrere Stunden mit Reinigungsmittel in Kontakt kommt. Hier gab es bisher aber keine Probleme. Vor der Installation von Stäubli-Roboter war das hier eine reine manuelle Beladung an dieser Anlage und wir hatten eine Ausbaustufe installiert, um mehr Leistung auf die Anlage zu bekommen. Und dies konnte manuell durch einen Mitarbeiter gar nicht mehr bewältigt werden. Und zudem war das aus ergonomischen Gründen auch nicht mehr handelbar. Und durch die Installation haben wir dann einen riesigen Schritt nach vorne gemacht in Sache Ergonomieverbesserung und Mitarbeiterzufriedenheit. Also die Besonderheit oder Herausforderung von der Anlage war, dass wir doch ein enges Platzverhältnis zur Verfügung hatten. Wir müssen in dem Platz, wo wir haben, vier Wurstkaliber dem Slicer zuführen. Ein Wurstkaliber hat 12 Kilo Stückgewicht, wo wir zusammen doch schon auf 48 Kilo Gewicht kommen. Inklusive Greifer sind das 120 Kilo. Die Besonderheit beim Greifen war, dass wir die Wurstkaliber nicht verletzen und die Wurstkaliber doch sehr glitschig sind und vom Greifer nicht rutschen dürfen und gleichzeitig dem Slicer zugeführt werden sollen. Der große Vorteil von dem Stäubli-Roboter ist, diese individuelle Lösung gefunden zu haben auf unseren geringen Platzverhältnissen, die wir vorhat haben, eine optimale Lösung zu finden.